jetzt so locker mit mir werde, werde ich nachlässiger, mache weniger Sport, setze meine Standards runter und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, es ist das wirklich das komplette Gegenteil. Seitdem ich es mir leicht mache, mir einen Haken zu geben, fühle ich mich besser. Du möchtest erfolgreicher, glücklicher und produktiver im Alltag werden? Dann bleib dran! Hallo meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein neues Video von mir und dieses Mal geht es nicht um das Thema Zahnpflege, sondern ich habe einen Tipp für euch, etwas, was mir selber sehr viel geholfen hat, um produktiver zu werden, erfolgreicher zu werden und auch um glücklicher zu werden. Nicht, dass ich vorher unglücklich war, aber ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Und zwar gibt es diesen schönen Spruch, was du nicht misst, kannst du nicht managen. Und da ist so viel Wahrheit dran. Was du nicht misst, kannst du nicht managen. Viele machen ja irgendwelche guten Vorsätze im neuen Jahr. Das neue Jahr ist jetzt ja auch noch nicht so alt und vielleicht hast auch du dir neue Vorsätze genommen fürs neue Jahr 2023. Und irgendwann an Silvester in diesem Jahr denkst du wieder dran zurück und ach ja, was wollte ich eigentlich erreichen? Was hatte ich mir vorgenommen? Und es ist alles irgendwie, hat sich verlaufen, der Alltag kam dazwischen. Und man hat doch letztendlich nicht so viel dafür getan. Und mit Zielen meine ich gar nicht nur Ziele in Bezug auf Karriere, was viele unter Erfolg verstehen, sondern vielleicht auch einfach deine persönliche Weiterentwicklung, wie du dich weiterentwickeln möchtest, worauf du da deinen Fokus legen möchtest, was dir wichtig ist. Und ich finde es sehr wichtig, dass man das regelmäßig misst. Und ich persönlich mache das schon viele Jahre so. Allerdings hat sich meine Strategie immer etwas weiterentwickelt. Und jetzt habe ich ein sehr gutes System für mich entdeckt, was ich mit dir teilen möchte. Und zwar habe ich das früher immer so gemacht. Ich hatte ein leeres Notizbuch, meistens so ein kleines mit Blankoseiten und habe da meine Kategorien aufgeschrieben, wo ich mich verbessern möchte, worauf ich meinen Fokus setzen möchte, wo ich an mir arbeiten möchte, was für Ziele ich habe und habe dann immer jeden Tag so abgehakt, wenn ich etwas dafür getan habe. Zum Beispiel Kategorie Sport. Wenn ich Sport gemacht habe, habe ich ein Häkchen gesetzt. Und habe ich aber mit der Zeit gemerkt, dass mir trotzdem ein bisschen der Überblick fehlt, weil es auch mal war, dass ich vergessen habe, abends einzutragen und weil es einfach nur so hintereinander weggehakt war, einfach auf dem Blankopapier. Und ich habe jetzt was für mich entdeckt, schon letztes Jahr. Also seit Januar 2022 mache ich das jetzt so. Und ich frage mich, warum ich nicht vorher auf diese Idee gekommen bin, weil sie ist echt gut. Und zwar gibt es doch diese kleinen Kalender, wo ein Monat auf einer Seite ist. Und da ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man einen Kalender nimmt, wo möglichst viele Spalten nebeneinander sind. Und dann kann man super gut oben die Kategorien aufschreiben, die man tracken möchte, die man messen möchte. Und dann kann man jeden Tag, hier hat man ja die Tage untereinander, kann man jeden Tag abhaken, ob man das gemacht hat oder nicht. Es ist wirklich so eine Hilfe, dass man die ganzen Tage hier untereinander stehen hat, dass man eine Monatsübersicht hat und dass man wirklich jeden Tag abhaken kann. So sieht man nämlich auch schnell, wenn man mal einen Tag vergessen haben sollte, dass man zum Beispiel gestern gar nichts abgehakt hat und dann kann man es am nächsten Tag nochmal nachholen. Bei diesen Blanko-Notizbüchern war es halt so, dass ich dann gar nicht gemerkt habe oder vergessen habe, dass ich nicht abgehakt habe und einfach am nächsten Tag wieder ein Häkchen gemacht habe. Und so fehlten manchmal auch Tage und ich hatte auch keine Monatsübersicht, sondern habe einfach immer weiter hintereinander weggemacht, bis die Seite voll war. Dann habe ich eine neue Seite genommen. Und das ist einfach so eine gute Übersicht. Man kann auch jede Woche nochmal gucken, wie lief die Woche. Man kann jeden Monat sich den Monat anschauen, wie der lief. Und es ist einfach so viel übersichtlicher. Also jeden Abend setze ich mich einmal hin und gehe diesen Kalender durch und gucke mir die einzelnen Kategorien an und mache immer ein Häkchen, wenn ich irgendetwas an dem Tag für diese Kategorie getan habe. Oder zum Beispiel habe ich die Kategorie TikTok, wenn ich mehrere Videos an dem Tag gepostet habe, mache ich eben zwei oder drei Striche da, dass ich auch weiß, wie viele ich an dem Tag gepostet habe. Und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp an dich, der mir unglaublich viel geholfen hat. Und zwar sei sanft zu dir. Mach es dir leicht, diese Kategorie zu erfüllen. Mach dir leichte Regeln für diese Kategorie. Jeder hat ja ungefähr im Kopf, wenn er eine Kategorie aufschreibt, was erfüllt sein muss, um sich dort erfolgreich zu fühlen, um zu sagen, jo, das habe ich heute geschafft, da kann ich einen Haken dran setzen. Mach es dir leicht, diesen Haken zu setzen. Mach dir leichte Regeln. Ich dachte immer früher, wenn ich mir leichte Regeln mache, werde ich nachlässiger mit mir. Dann bin ich nicht mehr so hinterher. Ich
setze meine Standards runter. Wenn ich nicht optimal war und mir trotzdem Haken dafür gebe, dann hat es im Endeffekt einen negativen Einfluss auf mich, weil ich mich mit weniger zufrieden gebe oder irgendwelche solchen Gedanken hatte ich immer im Kopf. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass das komplette Gegenteil der Fall ist. Wenn man so hart mit sich ist, vielleicht weißt du es schon längst, vielleicht erzähle ich dir nichts Neues, aber für mich war das eine sehr schöne Erkenntnis. Wenn du so hart mit dir bist, ziehst du dich eigentlich eher runter. Und wenn du es dir leicht machst, in dieser Kategorie einen Haken zu setzen, dann erhöhst du deine Energie. Du fühlst dich besser, du bist zufriedener mit dir. Und es ist das komplette Gegenteil der Fall. Dadurch, dass du dann eine höhere Energie hast und positiver bist, hast du auch wiederum viel mehr Energie für deine täglichen Aufgaben, dafür deine Ziele zu erreichen. Du bist halt in so einer Aufwärtsspirale, anstatt in einer Abwärtsspirale, wo du dich runterziehst, weil du irgendwas an dem Tag nicht erreicht hast. Und ich kann mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel Sport. Beim Sport habe ich einen Haken gemacht, wenn ich wirklich ein Workout gemacht habe. Jetzt mache ich es so, dass ich Sport geändert habe zu Bewegung und auch abhake, wenn ich zum Beispiel Gartenarbeit gemacht habe, wenn ich einen langen Spaziergang gemacht habe, wenn ich generell sehr aktiv an dem Tag war, einen Tagesausflug gemacht habe, viel durch die Gegend gelaufen bin, dann gebe ich mir auch einen Haken dafür. Und vorher habe ich wirklich nur den Sport getrackt, weil ich doch wissen wollte, wie viel Sport mache ich wirklich und da einen Überblick behalten wollte und wirklich dachte, wenn ich jetzt so locker mit mir werde, werde ich nachlässiger, mache weniger Sport, setze meine Standards runter und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, es ist das wirklich das komplette Gegenteil. Seitdem ich es mir leicht mache, mir einen Haken zu geben, fühle ich mich besser und ich werde nicht nachlässiger. Meine Standards bleiben hoch. Ich habe trotzdem die Ansprüche, mich gesund zu ernähren, mich zu bewegen, Sport zu machen. Aber es ist leichter, lockerer. Und es ist mir auch sogar ein bisschen unangenehm, darüber zu reden, weil wenn ich jetzt darüber rede, denke ich, wie kann man das überhaupt gemacht haben? Wieso ist man so hart zu sich? Also das Tracken an sich finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, damit man auf dem Dampfer bleibt, damit man am Ball bleibt, damit man die Übersicht behält und nicht irgendwie nur einmal im Jahr darüber nachdenkt, sondern wirklich jeden Tag. Man kann viel besser anpassen. Du merkst einfach viel schneller, wenn du vom Weg abkommst und irgendwo schon länger keinen Haken gesetzt hast, dann siehst du viel schneller, okay, da sollte ich vielleicht nochmal wieder meinen Fokus drauf legen. Ich kann ja mal die Kategorien durchgehen, die ich mir hier so aufgeschrieben habe, damit du einen Eindruck davon bekommst, wie ich das mache. Du kannst aber natürlich das komplett freigestalten. Nimm die Kategorien, die für dich gerade wichtig sind, woran du arbeiten möchtest. Bei mir ist es so, meine erste Kategorie sind Goals, also meine Ziele. Ich habe mir für dieses Jahr mehrere Ziele gesetzt, aber vier davon möchte ich auf jeden Fall tracken, also messen. Und in der Kategorie Ziele hake ich halt immer ab, wenn ich an dem Tag etwas für eins dieser vier Ziele getan habe. Also wenn ich irgendetwas aktiv dafür gemacht habe, um meinem Ziel näher zu kommen. Also eins von diesen vier Zielen. Und wie gesagt, ich mache es mir leicht. Es ist nicht so, dass ich großartige Dinge getan haben muss dafür und Riesenschritte vorangegangen sein muss, sondern auch Kleinigkeiten. Wenn ich irgendetwas in der Richtung gemacht habe, gebe ich mir einen Haken dafür. Dann habe ich die Kategorie YouTube und Shorts nochmal getrennt, damit ich immer einen Überblick behalte, wie viel ich da poste. Genauso für TikTok und für Instagram und für Facebook. Dann habe ich die Kategorie, ich hatte es schon gesagt, Motion, also Bewegung. Vorher war es ja Sport, jetzt ist es Bewegung. Und da hake ich ab, wenn ich mich an dem Tag bewegt habe, also wenn ich nicht den ganzen Tag gesessen habe. Und ich mache da aber tatsächlich auch Abkürzungen. Also wenn ich richtig Sport gemacht habe, habe ich eine Abkürzung dafür, für ein richtiges Workout. Auch was ich trainiert habe, ob Bauch, Beine, Po, Arme, was auch immer, da schreibe ich schon noch auf, was genau ich trainiert habe. Oder ob es Gartenarbeit war, ob ich einen langen Spaziergang gemacht habe und so. Also da habe ich Abkürzungen für. Aber generell, wenn ich viel an dem Tag unterwegs war, zum Beispiel am Wochenende, gebe ich mir auch einen Haken für die Kategorie. Dann die nächste Kategorie ist Spirit. Also ich möchte spirituell an mir arbeiten und lese Bücher, beschäftige mich mit dem Thema, mache mir Gedanken dazu und möchte mich da einfach weiterentwickeln. Und immer, wenn ich irgendetwas in der Richtung gemacht habe, dann gebe ich mir auch einen Haken dafür. Dann Healthy und Vital. Ich hatte es ja schon gesagt, ich möchte mich gesund und vital fühlen und voller Energie. Und da kommt alles rein, was ich dafür gemacht habe, außer Bewegung. Das heißt, in dieser Kategorie Healthy und Vital ist es hauptsächlich die Ernährung, die ich da tracke, aber auch, ob ich genug getrunken habe an dem Tag, habe ich Nahrungsergänzungsmittel genommen, also irgendetwas dafür getan,
für meine Gesundheit. Die nächste Kategorie ist Faith, also Vertrauen, das Urvertrauen ins Leben. Das soll eben dazu dienen, dass man diese Selbstzweifel, die man manchmal hat, ein bisschen reduziert, sondern dass man wirklich einfach Vertrauen hat ins Leben, dass alles gut wird, dass alles seine Wege geht, dass alles für einen passiert und nicht gegen einen, dass alles irgendwie einen Sinn ergibt und dass das Leben es gut mit einem meint. Also dieses Urvertrauen ins Leben, das möchte ich mir jeden Tag immer wieder vor Augen halten und deswegen messe ich das auch, damit ich einfach den Fokus darauf lege, dass ich dieses Vertrauen habe. Die nächste Kategorie ist Liebe. Mir ist es nämlich sehr wichtig, dass ich meinem Freund jeden Tag zeige, dass ich ihn liebe und ihm das zu spüren gebe. Mir ist das so wichtig, dass da jeden Tag ein Haken ist. Jetzt kann man natürlich denken, ja, wenn du es eh jeden Tag machst und jeden Tag abhackst, kannst du die Kategorie ja weglassen. Warum misst du das überhaupt noch? Aber wo dein Fokus liegt, dahin fließt die Energie und ich möchte auf keinen Fall diesen Aspekt meines Lebens nicht im Fokus haben und womöglich Gefahr laufen, dass es sich verläuft oder dass andere Kategorien überhand nehmen, dass der Alltag dazwischen kommt. Also dadurch bleibe ich halt wirklich mit dem Fokus dort und ich finde es auch wichtig, dass man sich auf die positiven Dinge fokussiert und davon dann noch mehr bekommt, weil dort die Energie hinfließt und dass man nicht zu sehr den Fokus auf negative Dinge legt oder was vielleicht nicht ganz so gut läuft gerade, sondern wirklich aufs Positive. Und es hat noch einen weiteren Effekt, mal abgesehen davon, dass ich den Fokus darauf lasse, hat es den Effekt, dass ich einfach jeden Abend an die schönen Momente des Tages denke, wo ich diese Liebe gespürt habe und diese Liebe gegeben habe, nochmal Revue passieren lasse, nochmal nachdenke und das macht mich glücklich und dankbar und stimmt mich positiv. Dann habe ich die Kategorie Joy, also Freude und das ist eigentlich ähnlich zur Kategorie Liebe, dass ich mich abends einfach nochmal an all die schönen Momente des Tages erinnere, in denen ich Freude hatte, an denen ich Spaß hatte, gelacht habe und so weiter, also dass ich da auch nochmal den Tag so Revue passieren lasse. Und es ist für mich auch wichtig, dass ich nicht so in der Arbeit versinke und immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Selbst wenn mir YouTube Spaß bringt, möchte ich noch irgendetwas an dem Tag gemacht haben, was ich nicht mit Arbeit verbinde. Also was wirklich richtige Freizeit ist. Denn YouTube und Social Media ist wirklich ein Fass ohne Boden. Es gibt nie nichts zu tun. Man könnte Tage und Nächte und Wochen lang durcharbeiten. Und das fällt mir manchmal schwer, dann einen Moment zu finden, wo ich sage, so, jetzt reicht's für heute und ich mache jetzt nochmal irgendetwas anderes, was wirklich richtig Freizeit ist und sei es manchmal vielleicht nur ein Buch zu lesen oder doch mit meinem Freund irgendwas zu machen. Also manchmal sind es Kleinigkeiten, wenn ich wirklich viel gemacht habe an dem Tag und manchmal ist es ein bisschen mehr, aber dass ich einfach den Fokus darauf lenke, auch nochmal irgendetwas anderes zu machen. Denn als wir letztes Jahr das Zahncoaching fertiggestellt haben, gab es wirklich Tage und Wochen, wo wir nur gearbeitet haben und bis wir richtig müde ins Bett gefallen sind, bis 2 Uhr nachts und das war ziemlich heftig und da habe ich dann angefangen, okay, so kann es nicht auf Dauer weitergehen. Ich muss einen Marathon laufen, keinen Sprint und ich muss nochmal einen Gang zurückfahren und dafür ist diese Kategorie ganz gut. Die nächste Kategorie ist Achievement, also etwas, was sagt man denn auf Deutsch? Etwas erledigen, zu Ende bringen, etwas erreichen und das ist für mich wichtig, weil ich mich manchmal in dieser Pseudoproduktivität erwische, dass ich denke, ich mache jetzt irgendwas ganz Sinnvolles, bin irgendwie am Recherchieren oder so, aber habe am Ende des Tages eigentlich nichts wirklich erledigt bekommen. Und ja, das soll eben dazu beitragen, dass ich auch wirklich etwas erledige, zu Ende bringe und etwas erreiche und ja, das soll mich da auf dem richtigen Dampfer halten. Dann habe ich die Kategorie Success, dass ich auch etwas erfolgreich zu Ende bringe und nicht nur zu Ende bringe, sondern auch erfolgreich meistere. Und auch da ist es für mich wichtig, dass ich mir leichte Regeln setze, weil die Kategorie, da war ich sehr streng mit mir. Es musste sehr viel passieren, dass ich sagen könnte, das war jetzt ein Erfolg für mich. Und jetzt messe ich auch kleinere Dinge, die keine großen Meilensteine sind, sondern kleinere Erfolge, die vielleicht auch unbedeutend erscheinen, aber die trotzdem ein Erfolg sind. Und als letzte Kategorie habe ich Feminine da stehen, also
mir ist es wichtig, dass ich auch in meiner femininen Energie bleibe, in meiner weiblichen Energie, zumindest irgendwann an dem Tag. Wenn man arbeitet, ist man auch als Frau sehr viel in der maskulinen Energie, dass man etwas erreicht, dass man Challenges hat, Herausforderungen und sehr strukturiert und geplant ist und auch mal tough sein muss, also sehr viel maskuline Energie. Und mir ist es sehr wichtig, dass ich jeden Tag aber auch in meiner Ursprungsenergie bin, also in der weiblichen Energie. Und die ist halt das Gegenteil von der maskulinen Energie. Eher leicht, locker, sorgenfrei, spontan, bisschen playful, also so scherzhaft, viel Lachen. Einfach so eine Leichtigkeit bringt sie mit sich. Und ja, das ist meine letzte Kategorie, die ich messe für mich, was mir wichtig ist. Und jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen, wie ich das so mache. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. War jetzt ja mal kein Zahnpflege-Video, aber es war etwas, worüber ich gerne sprechen möchte, weil es mir sehr viel hilft. Und ich dachte, vielleicht hilft es auch dir. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du darüber denkst, ob du vielleicht auch schon für dich bisher in der Vergangenheit gemessen hast oder das jetzt komplett neu für dich ist, ob du dir vorstellen kannst, damit anzufangen und einfach, wie du darüber denkst. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Gib mir auch gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und abonniere auch unbedingt meinen Kanal. Normalerweise geht es um Zahnpflege, gesunde Zähne, gesundes Zahnfleisch und auch zahngesunde Ernährung. Und das war's jetzt auch mit diesem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.